Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Skispringen 2007 und wir machen weiter mit der nächsten Saison. Wir werfen mal ganz kurz einen Blick auf den Kalender und wir sehen, es geht erstmal los mit dem Weltcup. Das sind diese Orangenen. Danach haben wir dann zwischendurch so 49 Games Turnier springen und dann der RTL Mix Cup. Das ist wie so eine Vierschanzentournee wieder und ist sogar ungefähr der gleiche Zeitraum. Und jetzt wollen wir uns aber erstmal nochmal um unseren Trainer kümmern. So, schauen wir mal, wen haben wir denn hier so? Die Preise sind natürlich dann auch schon gewaschen. Der teuerste liegt bei 2,7. Aber der hier gefällt mir fast besser. 2300, 2200. Oh, nehmen wir mal den hier, oder? Macht einen guten Eindruck. So, dann brauchen wir natürlich noch einen Wachser. Na klar, können wir mal hier gucken. 3400 ist natürlich zu viel Geld. Denn auch dieser hier kann eigentlich ganz gut das machen. 1076, das geht schon in Ordnung. Gucken wir mal, 79%, das ist doch völlig in Ordnung. So, jetzt haben wir noch 18.000 über. Da können wir nochmal kurz schauen, ob es hier irgendwelche neuen Sachen im Shop gibt. Masken zum Beispiel. Da müssen wir die beste aber erst noch mit Stufe 8 freischalten, also das wird nix. Bindung. Da haben wir eine 80-90. Ja, und wirklich gut wird nur die 100-100. Da können wir aber noch nicht beigehen. Dafür müssen wir Stufe 8 auch haben. So, bei den Schuhen. 50-90. Aber auch da ist Stufe 8 gefordert. Welche Stufe haben wir denn? Stufe 6. Na gut, dann müssen wir mal gucken. Handschuhe vielleicht. Da haben wir schon die besten Brillen. 50, 85. Stufe 7 brauchen wir da. Und das lohnt sich nicht für die 4000, also können wir knicken. Helme, ja, da haben wir noch den Standardhelm. 25, 90. Da sollten wir vielleicht mal ein bisschen was investieren. Dreimal in Folge erster, das ist noch ein weiter Weg. Aber 65, 50 hört sich auch gut an, ne? Nehmen wir doch den hier, vielleicht kriegen wir den noch ein bisschen blau. So ist es doch ganz vernünftig. So, und dann haben wir auch noch 5700 Notgroschen über und dann würde ich sagen, geht's mal los mit dem ersten Wettkampf. Im Weltcup und da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Ich denke mal, Top 10 sollten wir hier springen können. In der Profiliga müssen wir in der ersten Saison wahrscheinlich immer darum kämpfen, überhaupt Qualifikation und dann in den zweiten Durchgang zu kommen. Da wird es nämlich richtig zäh werden. Aber ich glaube, hier sieht es noch einigermaßen gut aus. So, wir werden es aber gleich sehen. Jetzt erstmal Qualifikation, Top 50 müssen wir schaffen. Der wird jetzt noch nicht gewertet. Sondern erst der nächste. Schade, weil wir hier wirklich gut rausgekommen sind. So, mal gucken. Ja, die Bewertung 59,5 von 60 möglichen Punkten. Das war schon was und die Sprungweite war auch gut. Also, da haben wir schon mal gezeigt, was wir können. Und, ja, da wird es dann aber auch knapp oben. Sonst hätten wir hier einen fetten Vorsprung. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, es sieht so aus, als wenn wir hier vorne wirklich noch mitspringen können. Oh ja. Oh. Gut ausgereizt. Viel weiter hätte es nicht gehen können. 76,3. Ja, da haben wir ein bisschen was an den Wertungen verloren. Da hatten wir eben 4 Punkte mehr. Von den weiten Punkten ziemlich identisch. Aber das sieht gut aus. Das ist der zweite Platz. Also, das ist doch schon mal was. So wie es aussieht, können wir hier auch noch
um den Sieg mitspringen. So, gucken wir mal. Der zweite Durchgang. Ob wir hier nochmal einen drauflegen können. Oh, und das sieht gut aus. Ah, jetzt hat aber die Weite gefehlt. Und auch die Landung war nicht gut. Also, da werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen zurückfallen. 75 Punkte nur. So, und das ist dann Platz Nummer 3. Und er kommt ja noch. Also, das wird der vierte Platz sein. So ist es. 50 Punkte, ja. Also, es ist nicht leichter geworden, ne? Ist klar. Aber wir können hier und da sicherlich vorne mitspringen. Und selbst wenn wir nur immer unter in den Top 5 landen, lohnt sich das schon auch noch. So, machen wir direkt weiter. Nächstes Springen. Und das ist dann auch direkt das zweite Springen hier im Weltcup. Und ja, sicherlich, wenn wir hier schon auf dem vierten springen, also es wäre sicherlich schön, wenn wir hier im Weltcup es schaffen, unter die Top 3 zu kommen, um uns eben eine Medaille zu sichern, ne? Das wäre schon sinnig. Also, versuchen wir auf jeden Fall. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob wir es schaffen. So, ein bisschen Rückenwind ist natürlich nicht so optimal. Das drückt einen dann immer so ein bisschen zu Boden. Ja, war schon fast das Beste, was wir draus machen konnten. Die Konkurrenz wird hier jetzt auch nicht so viele Punkte machen wie jetzt im letzten Wettkampf. Ich hoffe es zumindest. So, schauen wir mal. Wie sieht's aus? 71, ja. Oh! Ja, das ist ja mal ein deutlicher Abstand. Was hat die Konkurrenz denn da verbockt? Mann, Mann, Mann. Ja, im zweiten waren die jetzt doch durchgängig besser. Also es sollte jetzt schon 70 Punkte sollten es jetzt schon werden. Also das müssen schon ein paar Meter jetzt sein. Oh ja, perfekter Absprung. Und den ziehen wir runter und der Telemark ist auch noch da. Topsprung, also das war super. Schönes Ding. Das sollte doch der erste Platz werden. Und das wäre schon mal ein Erfolg hier. Im zweiten Weltcup der erste Sieg. Das würde doch Hoffnung machen. Und so ist es. Deutlich. Also der... Ich weiß nicht, was sie beim ersten Sprung hier verbockt haben. Aber der zweite war schon richtig stark. Auch bei den anderen. Also wenn es nach dem zweiten gehen würde, wären wir jetzt nur auf dem zweiten Platz. Der Strichner hat hier auch noch den zweiten Platz leider geholt. Der Sieger von der ersten Runde. Schade. Es sah so aus, als wenn der hier vielleicht auch nur so 50 Punkte holt. Aber trotzdem, das sah doch ganz vernünftig aus. 5000, oh, das ist auch mal schön. Also, da können wir jetzt mal ein bisschen Geld scheffeln. Bis wir hier, also bis, da können wir, ja, das können wir quasi so lang machen. Bessere Platzierung der Svensson, das können wir, denke ich, mal halten. Da werden wir jetzt so lange Geld scheffeln, bis wir hier Stufe 8 sind. Derzeit sind wir noch Stufe 6. Denn mit Stufe 8 können wir hier wirklich bei einigen von den Dingen, die wir kaufen können, direkt die beste Stufe kaufen. Da haben wir direkt das beste Equip, welches im Spiel ist. So, hier haben wir die 49 Games Tournee. Springen 1 von 5. Und das sind schon recht große Chancen jetzt. Gucken wir mal. Also, es dürfte ein paar Meter nach unten gehen. So, und wir springen gegen den Strichner, aber durch die Lucky Loser Wertung hier, die 5 Verlierer der Duelle, die am besten sind von den Punkten her, die kommen trotzdem noch weiter, ist das jetzt nicht so schlimm. Ja, gut. Und recht weit runter. 96 Meter, das ist doch vernünftig. So, 25 Weitenpunkte, 84,3 Punkte insgesamt. Das ist doch sehr vernünftig gewesen. So, da bin ich mal gespannt, ob der Strichner das selber auch schafft. Nee, hat er nicht geschafft. Aber wahrscheinlich ganz knapp, ne? 82. Ja, aber das sieht doch gut aus. Zweiter Platz.
Und auch hier 185,8. Also jetzt muss es richtig weit gehen. Also hier wird es schwierig werden, unter die Top 3 zu kommen. Im Gesamtklassement. Das sah gut aus. Auch sehr ruhiger Sprung. Und, oh, ein bisschen zu weit. Die Landung, das gibt Abzüge. Ungefähr 10 Punkte weniger, als hätten wir den normal runtergebracht. Aber halt sehr gute Weitenpunkte, ne? Ja, aber das war jetzt natürlich ärgerlich. Wenn wir uns da nochmal die 10 Punkte raufrechnen, dann sind wir halt, ja, auch nur auf dem dritten Platz. Aber dann haben wir halt einen ganz geringen Rückstand nach vorne. Denn hier zählt es dann im Gesamten dann alle 4 Ergebnisse zusammenaddiert. Oder alle 5 Ergebnisse. Hier haben wir ja noch eins. Aber trotzdem, wenn wir hier auf Platz 3 Kurs sind, dann ist das schon mehr als in Ordnung. So, der Svensson ist gerade mal auf dem 16. gewesen. Das war ja wohl gar nichts mit seiner Wette. So, und wir machen direkt mal weiter. Mit dem nächsten Wettkampf. Und das ist wieder ein Weltcup-Springen. Bereits das dritte von 14. Und da wollen wir natürlich auch wieder möglichst weit nach vorne. So, aktuell Weltrangliste noch 2. Platz 2. Ich weiß nicht, ob es da noch weiter nach vorne geht. Also es geht ja nur noch der erste Platz. Aber den zweiten müssen wir hier natürlich jetzt auch verteidigen. So, auf geht's. Jo, das war gut. Haben wir noch schön nach unten gezogen. 26 Punkte, 84 insgesamt. Ja, da kann man, glaube ich, ganz zufrieden mit sein. Das sollte Top 3 sein. Wenn nicht sogar der erste erstmal, aber einer kommt ja noch. Ah ne, es kommen ja alle noch. Oh ja. Also, warum wir hier jetzt so dominieren? Der Strichner ist nur auf Platz 4. Gucken wir mal, ob der da auch... Ja, hier ist er jetzt auch nur auf dem dritten. Also, wenn wir hier jetzt nach vorne kommen, dann wird er wieder nur auf dem vierten sein. Und da können wir massig Punkte gut machen. Vielleicht sogar die Führung übernehmen im Gesamtweltcup. So, da ist die blaue Linie und das sieht gut aus. Das sollte auf jeden Fall reichen, wenn man der blauen Linie halt trauen kann. 108 Meter, 95 Punkte, jawohl. Das ist der Sieg, denke ich mal. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber doch, wir hatten so einen großen Vorsprung. Ja, das ist der Sieg. Auf alle Fälle. Da haben wir nochmal richtig was gut gemacht. Also 40 Punkte hier nach 2 Springen voraus. Das müssen die mir auch mal erklären, was die da gemacht haben. Also, ganz knappe Führung. Und bei dem anderen haben wir halt schon so einen fetten Rückstand, ne? Bei diesen 49 Games. Das ist irgendwie komisch. Oh, und Stufe 7. Sehr gut. So, haben wir hier auch wieder alles gleichmäßig. 17.000, ja. Amateur-Weltpokal. Also, der nächste Weltcup-Sprung kommt auch wieder. Schade, ich hatte gehofft, hier kommt jetzt nochmal so ein 49 Games. Aber da kommen 2 erst dann wieder hier nach. Okay, das eine nehmen wir noch in dieser Folge mit. Das nächste Springen und danach müssen wir dann in der nächsten Folge geht es dann weiter. Und dann werden wir sehen, ob wir da in diesem 49 Wettkampf, ob wir da so ein bisschen aufholen können. So, der Strichner ist hier auf jeden Fall jetzt wieder mit vorne dabei, zumindest in der Quali. Also, wir wollen jetzt hier unsere Führung verteidigen. Los geht's. Gelbes Trikot gehört uns.
Oh ja, sieht sehr gut aus. Schnell runtergefallen, schade. Aber der Anlauf, der sah schon sehr episch aus. Also das ist schon so ein bisschen Profi-League-Feeling gewesen. 75,9. Oh, das ist okay. Also, aber ich glaube, ja, ich weiß nicht, was die anderen machen. Boah, also die anderen sind doch schon deutlich weiter. Und sechster Platz, da würden wir halt wieder eine Menge verlieren. Also zumindest Top 3 sollte es werden. Da bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir ordentlich einen raushauen. Dabei haben wir gar nichts großartig falsch gemacht. So, den habe ich jetzt mal ein bisschen weiter nach unten gezogen oder es versucht. Und, ja, die Noten, da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. 82,9, ja. Ja, das ist knapp. Also, da sind wir jetzt schon auf dem ersten, aber ich glaube, die anderen ziehen noch alle an uns vorbei. Oh, zweiter sogar nur. Gucken wir mal. Immer noch zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, ja. Wir strichen hier mit dem zweiten Platz. Aber da haben wir natürlich jetzt am Boden verloren so ein bisschen. 20 Punkte Rückstand jetzt. Also das wird hier so ein Zweikampf werden, wenn nicht die anderen sogar auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Die sind auch nicht ganz weit weg. Das ist auf jeden Fall schön spannend. Oh, und eine Quizshow. Ja, super. So, mal gucken. Ein bisschen Geld verdienen hier. Karl Marx, das kommunistische Manifest. Friedrich Engels, ne? Jawohl. So, welches Kleidungsstück schneiden die Frauen den Männern traditionell bei der Weiberfastnacht ab? Ich glaube Krawatte, ne? Jawohl, auch gut. Voll ziemliches Allgemeinwissen hier so ein bisschen, aber so komisches. So, wie nennt man die längste Seite eines rechtwinkligen Dreiecks? Das ist doch die Hypotenuse. In Mathe aufgepasst. Endlich mal etwas in Mathe aus diesem Thema, was man auch jetzt nochmal braucht. So, Schanzenrekorde dürfen laut FIS-Reglement aus Sicherheitsgründen nicht... Oh. Das unterste wahrscheinlich, ne? Glück gehabt. Ach, sonst gehen die wahrscheinlich zu große Risiken ein. Ja, das kann sein. So, Hauptstadt von Kanada. Das ist schwierig. Ottawa, Montreal. Also Montreal nicht. Doch, Ah, ich weiß es gar nicht. Das ist echt eine miese Fangfrage. Vancouver oder Ottawa? Dann ist es Ottawa. So, und nächste. Welcher kleine Junge unternimmt in seinem Rollenbett eine nächtliche Spazierfahrt beim Mondschein? Ich glaube, der kleine Prinz. Der kleine Hävelmann? Wer ist denn bitteschön der Hävelmann? Wollt ihr mich denn verarschen oder was? Der kleine Hävelmann. Also, wer von euch. Hat jemand von euch schon mal davon gehört? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Okay, also, wir machen hier erstmal ein Päuschen. Nächste Folge geht's dann weiter mit den nächsten beiden Springen bei der 49 Games Tournee. Und da heißt es dann so ein bisschen was aufholen. Wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und wir werden hier noch bei der Amateurliga noch ordentlich abgehen. Wenn wir erstmal Stufe 8 sind, dann bekommen wir nochmal ordentlich gutes Equip dazu. Da sparen wir gerade so ein bisschen. Und ja, wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei seid. Gerne einen Daumen hoch. Nächste Folge geht's weiter. Wäre schön, wenn wir uns dann wiedersehen. Macht's gut, Leute. Bis dann.